Hallo, Tag 3, das Türchen Nummer 3, die Karte Nummer 3 des Tarot-Adventskalenders. Oh, ich bin schon gespannt. Wir hatten zwei wunderschöne Karten bisher. Und jetzt bin ich gespannt, ob es vielleicht auch noch eine herausfordernde Karte mal gibt oder ob wir wieder auf einer guten Straße sind. Hätte ich auch nichts gegen, ne? Und schauen wir mal. Welche Karte spricht mich da heute an? Oh, ja, irgendwie da drin. Irgendwie da drin. Okay, der Herrscher. Wow, ja. Der Herrscher, Haus Nummer 4. Ja, passend, ne? Heute ist ja Samstag und da können die meisten von uns einfach auch mal ausruhen. Ja. Ja, was heißt das so, wenn da jetzt so ein König sitzt und du sagst, ja, aber was soll das mir jetzt zum Beruf sagen? Ja, was sind denn meine beruflichen Dinge? Naja, könnte man jetzt platt sagen, aussitzen. Und wie fühlt sich das für dich an? Und das ist eben im Endeffekt spannend. Also aus meiner Sicht, das ist nur meine Sicht, aber ist in Ordnung, kann jeder seine eigene Sicht haben. Aus meiner eigenen Sicht zeigen mir die Karten, was tief innen drin bei mir ist. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, du hast die Frage im Kopf gehabt, ja, soll ich jetzt wechseln oder soll ich nicht? Und jetzt sage ich dir, aussitzen, bleiben. Und dann spürst du, nee, das ist es nicht. Und genau das sollen die Tarotkarten nämlich zeigen, was wirklich in dir steckt. Ja? Und von daher ist das jetzt ein sehr schönes Beispiel, was man da nehmen kann. Ne? Geht ja natürlich auch auf den Bereich Liebe oder Gesundheit. Also soll ich bei dem Partner, bei der Partnerin bleiben? Ja, ich könnte mir bewusst werden, dass ich das ja in irgendeiner Form aussitzen kann. Ich bin der König und ja, letztlich weiß ich ja, wie ich denjenigen entsprechend behandeln muss, dass der macht, was ich tue. Ne? Naja, gut, Liebe ist nicht mehr dabei, aber naja, man muss sich arrangieren. Ne? Du entscheidest natürlich. Ja? Du entscheidest, ob diese Karte jetzt dann auch Wirklichkeit wird. Sie gibt dir nur den Hinweis, okay, heute wäre so ein Tag, wo du vielleicht nicht unbedingt aktiv werden musst. Ja? Aber vielleicht hat es was in dir angeregt und du merkst, naja, eigentlich möchte ich doch aktiv werden. Ja? Und dann kannst du dich natürlich heute erstmal hinsetzen, ganz in Ruhe die Dinge noch einmal abwägen und sagen, okay, was kommt denn dann auf mich zu? Und ja, von daher auch heute wieder eine fantastische Karte. Ich freue mich, dass da im Moment wirklich fantastische Karten herauskommen, die dir helfen können, zu schauen, was gerade bei dir aktuell ist. Ich danke für deine Aufmerksamkeit und ja, wünsche dir einen schönen 3. Dezember.